Hallo aus Berlin vom Kongress Frauenzimmer. Wir haben in den vergangenen Tagen gelernt, dass Frauen ganz schön viel können müssen, um erfolgreich zu sein. Neben mir ist die Coachin Sigrid Meuselbach. Und wie ist das denn so? Muss ich als Frau wirklich mehr können, mehr wissen, damit ich erfolgreich bin? Nein, auf gar keinen Fall. Sie müssen genauso viel, Sie wissen manchmal auch mehr, bringen Sie mit. Was Sie zeigen müssen, ist, ich will. Ich will in die nächste Position, die nächste Karrierestufe klettern und nicht warten, dass Sie irgendjemand erweckt, dass der Märchenprinz kommt und Sie rettet. Das heißt, es liegt nicht an der Gesellschaft, dass manche Frauen sagen, sie kommen nicht weiter? Doch, auch, natürlich, aber nicht nur. Natürlich gibt es Bedingungen, es gibt die gläserne Decke, lange diskutiert, natürlich. Aber ich denke, es liegt auch viel daran, dass die Frau wirklich machen möchte und das zeigt, vor allen Dingen zeigen. Und Sie geben ja auch viele Seminare, Vorträge, machen Einzelcoachings und geben da Tipps. Was wäre denn jetzt so ein Tipp für mich, dass Sie sagen, was, wie sehe ich aus, was mache ich, wie sollte ich gestikulieren? Oder? Ja. Also Sie sehen super aus, das ist alles gut. Es ist gut, dass Sie einen Blazer anhaben, es ist gut, dass Sie dezente Farben anhaben, das ist alles super. Was Sie beachten sollten, ist, dass Sie nicht zu freundlich wirken. Mhm. Denn zu freundlich heißt, ach, das ist das fleißige Lieschen, mit der kann ich alles machen, der kann ich alles geben, ne? Auch noch mehr Arbeit, das macht die schon. Das heißt, auch hin und wieder mal den Blick ernst und den Kopf gerade. Und ich nenne das in meinen Seminaren ja Königinnenhaltung, also dass Sie auch die Königin werden, die wirklich auch einen Standpunkt hat. Standpunkt heißt, ich stehe, mhm, und den Kopf gerade hat, weil da oben sitzt die Krone. Ah, okay. Und Sie sprechen ja immer vor Frauen natürlich, aber haben immer einen Mann, also den Wolfgang, dabei. Warum ist es so wichtig, ihn dabei zu haben? Können Sie nicht ohne ihn sein? Das auch, ne? Das auch, genau, genau, genau. Ja, ich liebe es, dass Frauen direkt vor Ort mit ihm das üben können, was ich den Frauen mitgeben möchte, worauf ich sie aufmerksam machen möchte. Mit Wolfgang können sie das üben und können erfahren, wie es bei Wolfgang ankommt und sind oft platt, dass es so anders ankommt bei ihm, als das, was sie gemeint haben und wie sie es gemeint haben. Die Frauen lernen ja bei ihm die Techniken und dann kommt Wolfgang und man kann es ausprobieren und sie wissen ja genau, was sie tun müssen, aber scheitern trotzdem an ihm dann? Scheitern will ich nicht sagen. Natürlich kommen die Verhaltensweisen, die typischen Verhaltensweisen, die wir immer wieder in den Seminaren erleben, vor, aber wir trainieren das in diesen Situationen. Das heißt, wir greifen die Situationen auf, wir greifen diese Verhaltensweisen auf und helfen natürlich dann aus der männlichen Sichtweise heraus, den Teilnehmerinnen diese männliche Sicht zu antizipieren und darauf entsprechend auch zu reagieren. Und was ist so die typische Reaktion? Sie haben ja bestimmt hunderte, tausende Seminare gemacht. Was ist so die typische Reaktion der Frauen? Gibt es so eine Aha-Erlebnis? Fassungslosigkeit. Erst einmal Fassungslosigkeit und dann Überprüfung. Und wir kriegen sehr viele Mails und Feedbacks hinterher. Und wenn sie es wirklich ernst genommen haben, dann ist es wirklich ein Durchbruch. Und ich kriege dann eine Mail, darin steht, ich habe den Raum, ich habe das Geld bekommen. Wolfgang, ich habe den Job gekriegt. Und das ist natürlich für uns beide auch sehr, sehr gut und sehr schön. Und Sie haben auch Ihr Wissen zusammengefasst, dass man nicht, wenn man nicht die Chance hat, zu Ihnen zu kommen, gibt es ein Buch. Genau. Das heißt, hier steht 40 Strategien für mehr Selbstbehauptung im Job. Wenn ich jetzt das Buch lese und diese 40 Strategien verstanden habe, bin ich jetzt automatisch erfolgreicher? Sie sind ein wenig erfolgreicher, weil Sie es wissen. Aber das heißt noch nicht, Wissen heißt noch nicht können. Das heißt, wenn Sie nicht üben diese 40 Strategien oder wenigstens ein paar davon, dann verblasst das. Ich lade die Frauen dazu ein, zu üben. Die fangen im Seminar an, damit ist es aber nicht getan, sondern hinterher müssen sie weiter üben. Und wenn sie das tun, ist wirklich garantiert der Erfolg. Okay, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht habe ich das dann gelesen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Viel Erfolg noch auf dem Kongress. Und wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie einfach auf Ihre Website. Viele Grüße aus Berlin.